Das, was ich dir heute zu sagen habe, wird dich sehr erstaunen. Es geht um die Frage, werden uns die Sternenfreunde mit ihren Lichtschiffen unterstützen in dieser Chaoszeit? Das Bewusstsein der Menschen erhebt sich ja, aber die Gegenseite gibt einfach nicht auf. Und deswegen diese Frage, wie lange wird es noch dauern, bis die Sternenfreunde kommen? Und warum haben Sie noch nicht eingegriffen? Sehr wichtige Fragen, die wir als Lichtarbeiter wissen sollten, um entsprechend zu reagieren und uns auch gegenseitig zu helfen. Bleib also unbedingt dran, damit du die Antworten auf diese Fragen bekommst. Man könnte sagen, wir stehen am Rande einer Katastrophe und die Katastrophe heißt der Nichtaufstieg. Denn die Gegenseite tut ja alles, was sie kann, um diesen Aufstieg zu verhindern. Und die Menschen sind aber von Grund auf her so weit, selbst zu erwachen. Jedoch soll das immer wieder durch negative Dinge verhindert werden. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Und ich möchte dich vorher noch aufmerksam machen auf die Kryon Akademie. Du findest unter dem Video einen Link, wo du kostenlos mal teilnehmen kannst. Und zwar geht es darum, dass der Kryon das magnetische Gitternetz der Erde stabilisiert und hält und uns 9 Schritte übergibt, wie wir in unsere Kraft kommen und jetzt durch diese Zeit hindurchkommen und auch gleichzeitig das Gitternetz unterstützen können. Schau das einfach mal an, vielleicht interessiert es dich ja. Ja, und jetzt zu dieser Nicht-Katastrophe. Ich beginne mal so. Die Gegenseite ist ja immer darauf aus, dass die Menschen Angst haben und dass sie steuerbar sind. Und das begann vehement mit Covid, mit dieser Pandemie. Und seit diesem Zeitpunkt weiß die Gegenseite, wie sie die Menschen manipulieren kann und beeinflussen kann. Es wurde natürlich schon viel länger manipuliert, aber das war jetzt so ein extremer Einschnitt und wir wissen alle darüber. Und auch die Verschwörungstheorien sind die meisten wahr geworden. Ja, was ist jetzt der aktuelle, was ist die aktuelle Zeit? Was ist im Moment los? Wir steuern sehr stark auf den 11.11. zu. Der November hat also da dieses ganz große Erwachenstor und wird die geistige Welt wird sehr, sehr viele Erwachensenergien auf die Erde bringen. Und erfahrungsgemäß wird die Gegenseite an diesen Daten Dinge planen, um die Menschen noch mehr in Angst und Schrecken zu versetzen. Im Moment sind sie dabei, Kriege zu inszenieren. Das lasse ich jetzt nur einfach mal so stehen, damit ihr Bescheid wisst. Dann kommt diese Frage immer wieder, wann kommen denn unsere Sternenfreunde endlich und warum helfen sie uns nicht? Sie sind ja da mit der Lichtflotte, sie beobachten alle und ich kann euch sagen, es sind sehr, sehr viele da und die Gegenseite, die Machthaber haben ja auch noch nicht all ihre Trümpfe ausgereizt. Ja, sie sind im Moment im Kriegsszenarium. Und das nimmt natürlich schon sehr viele Menschen mit, das ist richtig. Und jetzt kommen wir mal zu dieser gefakten Alien-Invasion, weil der Wunsch von uns allen ist ja, oder von vielen Menschen, muss ich einfach sagen, dass die Sternenfreunde kommen und uns unterstützen in Zeiten des Krieges oder in Zeiten, wo es eben, wo man denkt, es gibt keinen Ausweg mehr. Jetzt haben natürlich unsere Sternenfreunde ihren Ehrenkodex, dass nichts geschehen wird ohne unsere Einwilligung und dass sie nichts tun werden, das unseren freien Willen stören wird. Im Gegensatz zu der negativen Seite, die tut ja alles, dass unser freien Wille, unsere Freiheit, dass wir das alles aufgeben. Es ist so, die Sternenfreunde, die der Galaktische Rat, die Plejada, alle diejenigen, mit denen ich in Kontakt stehe und wer meine Bücher gelesen hat, weiß genau, von was ich spreche, sind nur dann bereit, in diesen großen Prozess einzugreifen, wenn tatsächlich so eine Invasion, eine gefakte Invasion stattfinden würde. Und
Denn dann müssten sie das Gleichgewicht wiederherstellen. Letztendlich ist es für die Menschen besser, von allein in die fünfte Dimension hineinzukommen, weil ja die fünfte Dimension ist eine Zeitlinie, die wir nur dann erreichen oder sehr gut erreichen, wenn es von unseren eigenen Entscheidungen kommt. Sobald jemand anderer eingreift und uns vielleicht hilft, ist das nicht die richtige Zeitlinie, in die wir dann kommen würden, weil es nicht unsere freie Entscheidung enthält und dann wären wir immer noch nicht im Aufstieg. Der freie Wille von uns als Menschen führt ja dazu, dass wir bewusst von uns selbst heraus die Matrix verlassen, dass wir also uns nicht mehr von diesen Lügenkonstrukten beeinflussen lassen, die die Gegenseite ständig uns präsentiert. Wer das erkennt, ist auf dem Weg in die gute neue Welt hinein, in die 5D-Ebene. Und die Gegenseite tut also alles, um uns am Erwachen zu hindern. Das ist das ganze Ansinnen. Sie möchte uns noch mehr erniedrigen, noch mehr entkräftigen und manipulieren, weil sie ja von unserer schönen, lichtvollen Seite lebt. Die Liebe, die wir in uns tragen, das ist sehr anziehend für die Gegenseite und die Angst ist das, woran sie sich ernähren, energetisch gesehen. Aber das habe ich schon oft erzählt. Und sobald also ein Mensch in die Angst hineingeht, ist er frei für die Manipulation und in der Angstmatrix gefangen. Jetzt haben wir unsere Sternenflotte. Und sie sind also da, um zu beobachten, wie die Lage sich auf der Erde entwickelt. Und dieses Eingreifen, was sich so sehr viele Menschen wünschen, wäre jetzt gegen den Ehrenkodex, weil wir dann ja unseren freien Willen nicht ausüben können, sondern es würde jemand bestimmen wieder, wie es weitergeht und würde den richtigen Aufstieg auch verhindern. Also der richtige Aufstieg in die richtige Zeitlinie geschieht nur durch unser Innerstes, durch unseren eigenen Willen, durch unsere Entscheidungen. Wie kann man jetzt also zum Beispiel einen gefakten Alien-Invasion, wie kann man das erkennen? Oder ganz allgemein gesagt, wie kannst du überhaupt erkennen, ob etwas gefaked ist? Das ist ganz einfach. Wir haben ja aus der Covid-Zeit gelernt. Sobald jemand zu dir kommt und sagt, das ist für dein höchstes Wohl, das ist sehr gut für dich, wenn du jetzt dies oder das tust, also wenn Bedingungen gestellt werden, die du ausführen musst, um angeblich in eine Sicherheit zu kommen, die aber eine Illusion ist, weil du Angst hast. Also du spürst praktisch an den Forderungen, wenn jemand eine Forderung an dich hat, kann das nur etwas sein, was nicht stimmt. Und von daher weißt du aus deinem Herzen schon allein genau, ob etwas wahr ist oder nicht. Denn sobald du in die Panik kommst, muss deine Seele aufhorchen und sagen, halt, stopp, Panik, das gibt's nicht. Du, das ist etwas, was nicht stimmt. Schau noch mal hin. Das ist eine Illusion, die dir vorgespielt wird. Und das ist etwas, was nur jeder selbst für sich feststellen kann. Und so werden wir auch die gefakten Alien-Invasionen erkennen, denn es wird durch die Medien rauschen, es wird rauf und runter davon erzählt werden und es wird extra eine Panikwelle erzeugt werden, die uns da in Angst und Schrecken versetzen wird. Jetzt ist es ja so, ihr, die ihr hier zuschaut, ihr seid ja schon auf dem richtigen Weg und ihr habt ja praktisch mit eurem Tun und Wirken macht ihr ja Lichtarbeit. Und ich hatte in einem früheren Video euch von meinen hellsichtigen Bildern erzählt. Und zwar ging es darum, dass also über Europa diese große, große, dicke Wolkendecke oder Mauer ist, die also diese negative Energie trägt und uns nicht ins Erwachen bringt. Aber in der Mitte war eine große Lichtsäule und
Das zweite Bild war ja, dass dann da viele kleine, helle Lichter nach oben kleine Löcher in diese Decke machen. Und das seid ihr. Das seid ihr mit eurem Sinn, mit eurem Licht für die Liebe, mit eurem Frieden. Das heißt also, es geschieht etwas. Und wenn jetzt die Gegenseite wieder etwas macht, also nochmal einen neuen Krieg anzettelt oder eine neue Panikwelle ausübt, dann versuchen sie diese kleinen Löcher wieder zu verschließen. Das ist also jetzt nur mal zum Verständnis. Das heißt also, alles, was mit Angst zu tun hat, wo Panik gemacht wird, ist ein Fake. Ja? Und alles, was in den Medien ständig rauf und runter erzählt wird, kann keine Wahrheit tragen. Und ihr werdet es fühlen, wenn jemand Angst machen will oder ja, euch praktisch Angst machen möchte, dann ist es nicht wahr. Dann ist es nur ein Mittel, um eben die Menschen zu unterjochen. Und überall da, wo du keine Liebe fühlst, wo du Kälte fühlst, also wo nicht diese Liebe aufsprießt, die du kennst von den Engeln oder wenn du betest, wenn du das nicht fühlst, dann geh einfach weg und hör da nicht hin, weil das ist nur wieder ein Versuch, dich in der falschen Matrix festzuhalten. Und dann bist du, sobald du da drin bleibst oder sobald du empfänglich bist für alle möglichen Ängste, bist du steuerbar und wirst ausgenutzt. Das heißt also, jede drastische Maßnahme, die von außen her durchgeführt wird, die deine Freiheit einschränken möchte, diese drastischen Maßnahmen sind nicht gut für uns. Alles, was unsere Freiheit oder unseren Willen steuern möchte, ist nicht gut für uns. Und alles, was mit Furcht, Trennung und Kontrolle zu tun hat, ist nicht gut für uns. Wir sind doch alle verbunden. Wir sind doch Menschen der Liebe auf der Erde. Und wenn jetzt wirklich die Plejader zum Beispiel kommen würden oder die Andromedaner oder egal wer von den lichtvollen Sternenfreunden, dann würden wir so eine tiefe Liebe spüren, wie wir sie in uns selbst nur finden. Also das hat irgendwie gar nichts mit Angst zu tun. Und von daher ist es also, sage ich mal, gar nicht möglich, die Menschen in Angst zu führen, die daran glauben. Die anderen, die nicht daran glauben, die werden wieder den nächsten Schritt in die nächste Falle gehen. Aber dafür sind ja wir da, dass wir das Licht verbreiten und dass wir einfach auch weiter unsere Lichtsäulen strahlen lassen, um das Licht zu schützen und das Gitternetz auch zu schützen, was ja Kryon hält, mit seiner Liebe ausbalanciert und uns immer wieder dadurch Kraft gibt. Es ist einfach ganz wichtig. Und so wird die Gegenseite also es nicht schaffen letztendlich. Sie wird es nicht schaffen, denn bald gibt es ja nichts mehr, mit denen sie Angst machen können, weil irgendwann werden auch die anderen Menschen das verstehen und es wirkt unglaubwürdig und die Gegenseite kämpft ja miteinander, untereinander. Sie sind deswegen schon gar nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Und von daher ist es einfach gut zu wissen, dass wir selbst das Erwachen in uns tragen und so in die fünfte Dimension hineinkommen mit unserer Liebe und unserem Licht. Und das sollten wir niemals vergessen, sondern immer wieder dabei bleiben. Und wenn du was für dich selbst tun möchtest, ich habe hier das Tagebuch, das Achtsamkeitstagebuch. Mit diesem Tagebuch bekommst du Kontakt zu deiner Seele, Kontakt zu deiner Liebe, kannst deine Feinfühligkeit verstärken, um eben auch gewappnet zu sein gegen alle möglichen Angriffe. Wenn du dafür Interesse hast, auch da ist der Link unter dem Video. Und jetzt möchte ich euch einladen zu einer Botschaft der Liebe, die uns alle stärken wird und unterstützen wird. Geliebte Menschen, geliebte Herzensmenschen, mit großer Freude spreche ich heute zu euch.
Und es gilt heute, die Feinfühligkeit zu verstärken, um noch mehr die Wahrheit erkennen zu können, um genau zu erkennen, wer lichtvoll ist und bei uns ist. Und so bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit deinem Licht der Liebe zu verbinden. Es ist das Licht der Liebe, was sich jetzt in dir ausdehnt, was dein Herz größer werden lässt und dich vollkommen einhüllt. Und vielleicht verspürst du ja die Veränderung, denn in dem Moment, wo du von Liebe umhüllt wirst, erhöht sich deine Frequenz und dein Licht. Und diese Erhöhung, dein Licht, das ist wichtig, gerade in der aktuellen Zeit, denn dieses Licht wird dir zeigen, was richtig und gut für dich ist. Dieses Licht wird dich die Illusion erkennen lassen, die um dich herum durch die falsche Matrix immer wieder belebt wird. Und es wird dir in deinem Herzen Kraft geben, dieses Licht bei dir zu bleiben, mit deinem Herzen zu erkennen, was für dich richtig ist. Und so wirst du auch spüren, die Nähe der anderen Lichtarbeiter, welche ebenso wie du auf ihrem Weg sind und sich mit dem Licht verbinden. Es ist die Gemeinschaft der Liebe. Es ist auch die vollkommene Liebe Gottes, die uns führt. Und sobald du es geschafft hast, aus der falschen Matrix hinauszukommen, wirst du in die göttliche Matrix hineingehen. Und diese göttliche Matrix ist voller Liebe, voller Achtsamkeit und Freude. Sie ist dein Ursprung, dein Herkunftsfeld. Und vielleicht spürst du jetzt eine Regung in deinem Körper, denn deine Seele freut sich über diese Energie und diese Information. Und vielleicht spürst du jetzt auch, was dein nächster Schritt sein wird in diesem Leben. Oder du spürst eine Stärke, eine große Stärke in dir, die dich vorangehen lässt und die kleinen Lichtsäulen, die durch dich, durch dein Wirken entstehen, werden sich neu mit Licht befüllen. Und so spürst du jetzt genau, was dein Weg ist. Ich gebe dir ein wenig Zeit, um zu fühlen und zu spüren. Und vielleicht siehst du sogar die Aufgaben, oder wie es ist, wenn die Erde aufgestiegen ist. Und es liegt in deiner Hand, dies alles zu begleiten. Es liegt in dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die wirst du treffen. Denn jetzt in diesem Moment bist du verbunden ganz tief mit deinem höheren Selbst und mit der Liebe. Du befindest dich in der höheren Frequenz und in dieser Ebene sind Entscheidungen getragen von Liebe, von deinem Herzen. Sie kommen nicht aus dem Ego und das ist der wichtigste Punkt. Und so kannst du vielleicht, wenn du wieder einmal etwas zu entscheiden hast, mit deinem Herzen in die gleiche Energie gehen, um zu spüren, wie du geführt wirst von deiner Seele und um zu wissen, dass alles nach Gottes Plan geschieht und dein freier Wille
ein wichtiger Baustein ist auf dem Weg in die fünfte Dimension. Und so fühle jetzt in dich hinein, spüre deine eigene Energie und die Kraft deines freien Willens. Denn deswegen bist du hierher gekommen, um mit deinem freien Willen die Liebe zu unterstützen, das Licht zu stärken und Frieden zu bringen. Und so spüre nun den Segen des Lichtes, wie er dich berührt, denn Gott hat deine Gedanken gehört und wird bei dir sein. Gott wird dich unterstützen, den Weg der Freiheit zu gehen, denn er hat dir diese Freiheit geschenkt, den freien Willen. Und so lächle und bedanke dich für diese Erkenntnisse und komme dann in deiner Geschwindigkeit langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Lächle in der Gewissheit, dass du es schaffen wirst und dass du eigentlich schon in der fünften Dimension bist, mit deiner Seele, mit deinem Herzen und mit deinem Licht. Eine ganz liebevolle Umarmung für dich. Wir sehen uns für die nächste Botschaft.